Moin aus der Region Hannover. Tja, heute gibt es mal was anderes. Ich warte jetzt darauf, dass Sandro gleich seinen Auftritt hat. Und dann dachte ich mir, ich beginne ein Experiment, was eigentlich erst im September, Oktober zum Tragen kommt. Ich habe es vor 2 Jahren schon mal gemacht, allerdings mit einer anderen Art. Und der Baum, der daraus entstanden ist, ist zwischenzeitlich längst verkauft, daher für mich Geschichte. Also auf ein neues. Ich habe hier 2 völlig unscheinbare Feldauern. Ja, standen im Garten, natürlich auch wieder Yamadori, aber schon 2 Jahre im Garten, die haben mehr Wurzeln als Zweige. Okay, jetzt werde ich die erstmal an den Wurzeln kürzen und dann werde ich euch sagen, was ich damit vorhabe. Nicht nur die Wurzeln, muss auch noch ein bisschen mehr gekürzt werden und dann geht es eigentlich erst so richtig zur Sache. Und ich sage euch, das wird am Ende des Jahres ein deutlich längeres Video. Und warum ich einen gewählt habe, eine Art gewählt habe, die so wurzelstark ist wie der Feldahorn, Race Campestre, das werdet ihr sicherlich dann auch bald erfahren. Wobei jeder Ahorn ist eigentlich geeignet dafür. Und ja, es ist einfach mal wieder was völlig Neues. Vielleicht auch was, was zu einer weiteren Challenge führen könnte, beziehungsweise einem weiteren Experiment, denn ich habe davon noch etliche. So, der Wurzelballen sieht gut aus. Hier ist wieder eine nach unten gewachsen. Mag ich ja nicht so. Hat im Moment aber hierfür gar keine große Bedeutung. Nur brauche ich jetzt erstmal Platz. Und warum das so ist, das wird sich auch selbst erklären im Laufe des Videos. Ihr seht es auch nicht heute, sondern ich werde es dann... Ich werde es so hochladen, dass ihr es seht, während ich auf Yamadori-Tour bin. Damit ich Sandro hier nichts vorwegnehme, denn so ein bisschen was gehört auch in den Bereich hinein. Wir haben immer noch Temperaturen um 10 Grad. Wie gesagt, 10. Februar. Ich habe vorhin in den Nachrichten gehört, letztes Jahr, am 10. Februar, gab es in Hannover die große Schneekatastrophe. Das war tatsächlich der 10. Februar. So, das ist der Punkt, wo ich jetzt eigentlich richtig anfange. Denn ich möchte diese beiden Bäume fusionieren. Und zwar so, dass an der Fusionsstelle die Wurzeln wachsen und das ist ein zweistämmiger Baum wird. Der ist ja sehr wuchsfreudig, der ist, wie sagt Holger von Bonsang und Koi noch, wie Unkraut wächst der, wächst die Art, da hat er recht. Und ich möchte die beiden zu einem Baum verschmelzen und in der Höhe Wurzeln wachsen lassen. Allerdings brauche ich hier nicht alles, was an Geäst dran ist. Das werde ich aber dann zum Schluss erstmal genauer betrachten. Jetzt geht es erstmal los mit dem, was ich vorhabe. Und dazu habe ich hier eigentlich einen Stift mir hergelegt. Den hatte ich eigentlich hier. Ich gucke nochmal.
Ich werde mir jetzt die Stelle markieren, wo ich glaube, dass es die günstigste Stelle ist. Ich werde den aber, weil die Zweige nach außen gehen, auch nach außen stellen. Die andere Alternative war doch nicht so gut, wie zunächst gedacht. Und dann markiere ich mir, was ich vorhabe, mit dem Stift an beiden Stämmen. Ich muss es nochmal drehen. So, Markierungen sind dran. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen mit dem Messer. Das ist wieder das Okuliermesser, was eigentlich wunderbar für jedes Holz geeignet ist. Saubere Schnitte gibt vor allen Dingen. Ich merke aber, der Campestre ist eine andere Hausnummer. Wir nehmen hier die Hälfte des Stammes raus. Muss aufpassen, dass ich nicht durchschneide. Der andere ist ein kleines bisschen dicker. Deshalb werde ich da noch ein bisschen anders vorgehen. Das ist noch nicht ganz die Hälfte. Ich mache es dann mit einem Metallsägeblatt mal ein bisschen, damit ich tiefer dran komme. Und weil der Schnitt einfach auch ein bisschen feiner ist. Bisschen viel feiner. Schneide ich das noch raus und dann mache ich gleich erstmal die Pumpen von den Aquarien aus. Denn die höre ich jetzt, während es um mich ganz still ist, ziemlich deutlich. Das ist nicht Sinn der Sache. So, ich muss die Schnitte versäubern. Wisst ihr was, das mache ich wirklich, wenn ich die Aquarien ausgestellt habe. Meine Stimme ist belegt. Ich habe mit den Kindern schreien müssen. Die waren außer Rand und Band. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Okay, Schnitt säubern. Messer, da. Ging natürlich auch noch das Telefon zwischendurch. Dann muss man sich schon mal neu orientieren. Denn wie es geht mit dem Festnetz ausstellen, das weiß ich noch nicht, während ich drehe. Okay. Die Wunde scheint sehr sauber. Da ist das Gegenstück. Okay.
Schön aufpassen, dass man sich nicht die Finger in die Finger schneidet. Außerdem ist hier ein Astknubbel. Den muss ich auch glätten, damit das zusammenpasst. Alleine für sich würde das ewig noch Jahre dauern, daraus einen Bonsai zu machen. Aber ich denke ganz einfach, hier haben wir eine Möglichkeit, aus 2x1 und damit auch gleich einen dickeren Stammfuß und deutlich flacheren Wurzelballen zu generieren. So sage ich jetzt mal. Ich gehe ein bisschen tiefer als bei dem anderen und glätte den Ast. Warum ich den Astwulst nehme, sollte jedem, der häufiger Abmosungen macht, auch klar sein, weil es schlichtweg dazu führt, dass dort schneller Wurzeln wachsen. Okay, jetzt haben wir, das ist noch nicht die Hälfte, nein. Ich muss es manchmal gegen das Licht halten, weil das Licht blendet mich so, was ich für euch eingestellt habe. So, dass ich das gar nicht so genau überblicke, wenn ich nicht hin und wieder mal das Ganze in der Silhouette ins Licht halte. So. Hier noch ein bisschen weg. So, auch dieser Schnitt muss jetzt gesäubert, geglättet werden. Und ich glaube, ich muss das Messer noch mal wieder schärfen, aber jetzt ist es soweit, dass ich es sicher heute nicht mehr tun muss. Jetzt halte ich das mal aneinander. Ja. Da ist noch was zu viel. Hat schon ein bisschen was wie vom Bleistift an Spitzen. So, jetzt liegen die Flächen stramm aufeinander. Jawohl, da ist nichts mehr zwischen. Hier ist noch ein kleines bisschen Unebenheit. So, die beiden befestige ich jetzt aufeinander mit einem Restdraht aus einem der anderen Videos. Und die Drahtschere war auch gerade noch hier.
Schüsseln und Schere. Ah, umstellen. Da ist er. So, jetzt halte ich das so übereinander, wie ich es für richtig erachte. Der Draht wird fest angedreht, so dass die nicht mehr verwackeln können. Dann poliere ich das hier so nochmal. Okay. Jetzt sind die Schnittflächen gut aufeinander. Und ein zweiter Draht wird umgelegt. Ich mache so spaßeshalber jetzt mal beide auf eine Seite. Wobei, ich mache den ein bisschen tiefer. Aus dem Grund, weil ich die Wunde ja noch versorgen will. So, der Restdraht bleibt mir noch erhalten. Den behalte ich noch. So, ganz stramm aufeinander sitzen die beiden Schnittflächen jetzt. So, einfach noch ein bisschen Draht weg. Jetzt hat man natürlich das Problem, beides muss in die Erde oder ins Substrat. Deshalb werde ich jetzt erst die Wunde versäubern und dann müssen wir warten, bis es kalt wird, weil ich das jetzt mit Bienenwachs mache. So, hier ist der Pinsel, der erstmal so ein bisschen die Temperatur annehmen muss. Ich habe ja schon mehrere Tage jetzt damit gearbeitet und aha, so langsam kommt's. Das Teelicht funktioniert. Der Wachs ist auch schon geschmolzen, hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Und jetzt träufle ich das da, so heiß wie es ist, in die Wunden als Wundverschluss. Von beiden Seiten. Alles, was ich erkennen kann, was ich sehen kann, das ist ja auch so flüssig, dass es überall reinläuft. Und dann warten wir 10 Minuten mit dem Eingeklemmtsein durch den Draht. Passiert hier nichts mehr, es bewegt sich nichts mehr. Der Wachs erkaltet und wird wieder hart. Verschließt damit alle Flächen, wo ein Pilz eindringen könnte. Und jetzt darf das Ganze 10 Minuten ruhen. Der Wachs muss durchhärten und dann schauen wir gleich mal, wie wir das dann so zusammenkriegen, dass es fusioniert. Außerdem müssen noch ein paar Äste entfernt werden und so ein bisschen vorbereitet werden, dass beim Austrieb richtig Power reingeht. Sehen wir gleich. Okay, bevor es jetzt richtig so weitergeht, nochmal ein kurzes Wort zu dem, was ich heute bekommen habe. Ich habe per Post heute ein Riesenpaket erhalten mit Sauerkirschen.
Nein, nicht die Früchte, sondern einige Bäume. Holger aus Sachsen, ich verlinke euch seinen Kanal mal in meiner Videobeschreibung. Übrigens, in der Videobeschreibung findet ihr auch die Karte. Bitte einfach aufrufen, dann habt ihr sie. Ne? Ich werde öfter danach gefragt, wo finde ich denn die Karte? In der Videobeschreibung, natürlich. So, jetzt gibt es in der nächsten Woche den ein oder anderen Clip in Bezug auf Sauerkirschen. Sauerkirschenbäume. Aber seht selbst, guckt rein, wird bestimmt interessant. Es ist nicht die einfachste Art. Es sind Wurzelaustriebe, Ausläufer. Und dann gucken wir einfach mal, was wir daraus machen können. So, ich packe erstmal den Wachs wieder zur Seite. Außerdem ist das Schweineeis. Und meine Finger haben sich gerade schon mal ein bisschen verbrannt. Dann habe ich hier einen Topf vorbereitet. Und da soll er rein. Oder sollen die beiden rein? Das kriege ich so im Moment gar nicht hin. Aber es ist gut, dass ich den Draht so angezogen habe. Ich kann auch noch eine Wurzel wegmachen, sehe ich gerade. Total im Weg steht. Denn ihr seht, es ist eine Menge Wurzelzeug dran. Und es handelt sich um den Acer Campest. Jetzt müsste es gehen, das durchzustecken. Ein bisschen flach machen. Und schon funktioniert's. Denn das hier ist der Teichpflanzkorb für die obere, ich will es mal so sagen, Abmoosung. Das ist ja das gleiche Prinzip. So, das Ding ist deutlich zu hoch. Aber ich stecke es doch weiter durch. Was abschneiden oben rum kann ich immer noch. Alles andere würde mich jetzt bald von Sandros Video ablenken. Und dann, Drainage ist bereits drin. Jetzt kommt einfach noch das übliche Substrat. Die Wurzeln stehen jetzt richtig drin. Ich nehme jetzt hier mal den Pinsel. So, die Wurzeln sind schön anliegend im Substrat. Jetzt fülle ich hier oben noch was ein. Das muss natürlich bedeutend höher als das, was außenrum ist. Außenrum gibt es trotzdem noch welche. Ihr seht, es ist ein Topf, wo auch Löcher schon drin sind. Der Topf ist schon, ich glaube, zum vierten Mal gebraucht. Und da wird dann einfach Draht durchgezogen und damit kann ich vieles fixieren. So, die Wurzeln sind jetzt schön eingepackt. Aber das ist noch nicht das Wesentliche, worauf es hier jetzt ankommt. Jetzt kommt natürlich die Füllung für den oberen Bereich. Und da muss ich ein bisschen darauf achten, dass vor allen Dingen eins reinkommt. Geht natürlich unheimlich viel Substrat damit verloren. Naja, verloren. Man kann es ja wiederverwenden, ne? Also, das ist euch klar, ne? So, aber jetzt ist RootMax Time. Und zwar extra jetzt ganz bewusst nur in der Höhe.
wo die Wurzeln sprießen sollen. Und da nehme ich auch ruhig ein bisschen mehr. Jetzt vermenge ich das jetzt noch ein bisschen hier. Also ein bisschen fällt immer wieder runter durch das Sieb. Oder Netz, wie auch immer man das sagen möchte. Im Grunde ist es das Gleiche. Das sollte ausreichen. Und diesmal ist sehr viel Vermiculit drin. In dem Substrat. Das ist auch das, was so durchrieselt. Ist etwas feiner. Hier versuche ich natürlich möglichst alles schön bedeckt zu halten. Und bedecke auch den oberen Teil der Stämme. So, jetzt ist eigentlich nur noch die Schere dran, um diesen Drahtkorb, dieses Ungetüm, den lasse ich dran. Ich habe ja erst noch eine andere Aufgabe. Erstmal habe ich hier jetzt zwei Stämme. Hier ist so typisch Ahornauswuchs. Da nehme ich einen weg. Dann nehme ich hier überall tatsächlich auch die nächsten Knospen. Der Apikaldominanz ein bisschen vorbeugen und die oberen Knospen rausnehmen. Hier ist an der Stelle noch was. Das sind aber 1, 2, 3, 4, viel zu viele Äste. Die stehen nach außen, dann nehme ich die dickeren raus. So. Immer zurück bis auf die ersten Knospenpaare, die vom Stamm ausgehen. Und alles, was so nach außen wächst, darf auch bleiben. Alles andere entscheidet die Saison. Ich nehme noch was aus der Mitte raus, da ist noch was abgestorben aus dem letzten oder hier vorletzten Jahr. Ja, das ist tot. Ja. Okay, das ist das vorläufige Ende für diesen Clip und das geht dann weiter im Sommer, beim Sommerschnitt. Dann gucken wir eventuell im Frühjahr auch schon mal rein. Jetzt wird noch einmal der Baumwachs, der ist noch heiß. Ich tunke den nochmal ein, dass der Pinsel wieder heiß wird, beziehungsweise wieder geschmeidig wird. Das Wachs sich auflöst, dann verschließe ich die kleinen Wunden noch eben damit. Diesmal ohne mir die Finger zu verbrennen. Einmal da, einmal da, einmal da. Und einmal da, dann gibt es wieder eine kleine Gedenkminute. Guckt er da draußen und wird gegossen.
Dann nämlich, wenn der Wachs gehärtet ist und das Wasser daran abperlt. Ja. Pinsel, irgendwie muss ich dich auch nochmal wieder sauber machen, zwischendurch mal. Also malen kann ich damit nicht mehr. Aber ist schon eine tolle Sache. So. Das war's denn. Moment warten, draußen gießen und draußen lassen. So, Freunde. Wie das hier weitergeht, das sehen wir dann beim Frühjahrsaustrieb. Und ich schaue mir jetzt erstmal sandlose Aufnahme an. Es ist, glaube ich, fast soweit. 17.45 Uhr oder sowas. 18 Uhr soll es losgehen. Er hat mir das heute auch nochmal bestätigt. Ja, dass die Aufnahme soweit fertig ist. Okay. Dann lasst euch überraschen, was daraus wird. Wie gesagt, ich habe es jetzt 2-3 Mal gemacht und vor 2 Jahren habe ich es auch einmal gemacht. Die Bäume, die daraus entstanden sind, sind mir, ich sage es mal in Anführungszeichen, aus der Hand gerissen worden. Weil ja nun eine Vielfalt von Ästen und so weiter gleich von vornherein da vorhanden ist und ein relativ dicker Stamm, wenn sie fusionieren. Das hat nicht jedes geklappt und das ist jedes Mal sicher noch mal wieder aufregend, dann im Herbst reinzuschauen. Was habe ich für Wurzeln und was mache ich mit dem unteren Teil des jeweiligen Baumes? Auch das wird zum Thema werden. Freunde, bis dahin, viel Spaß bei Sandros Video. Thank you.